wissen wir denn noch überhaupt, was man darunter versteht? Unter der Würde des Menschen? Unter der Würde des Menschen verstehe ich, dass der Mensch nie als Mittel missbraucht werden darf. Das sind die besten Definitionen bei Kant zu finden, nicht? Nie als Mittel verbraucht werden kann, dass er einen eigenen Zweck hat, jeder Mensch. Und dass er eben in jedem Menschen auch ein göttlicher Funke steckt. Ist denn Geschichtsbewusstsein eine unbedingte Voraussetzung für Politik? Ja, es ist eine sehr wichtige Voraussetzung. Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß nicht, wo er sich befindet und weiß auch nicht, wohin ihn sein Weg führt, hat ein kluger Mann einmal gesagt. Und wer Dinge vergisst, erhöht die Gefahr, dass er sie wiederholen muss. Ich meine, Sie kommen wahrscheinlich noch zu dem, was dann letzten Endes wichtig ist, gibt es eine Wertordnung. Doch, ja, da kommen wir. Was ist eigentlich maßgebend? Der materielle Erfolg, die Macht, die Selbstdarstellung, das Wahrgenommen werden? Oder was ist eigentlich dann, wenn du am Ende deines Lebens eine Bilanz ziehen willst, was ist dann eigentlich das Maßgebende? Ja?